AG Kopenhagen, unglaubliche Mannschaft, hat eine Kombination von viele dänische, etablierte, routinierte Spieler und auch Weltstars international geholt dieses Jahr. Und deswegen haben sie so gut gespielt, aber wie uns, erste Mal in Champions League und erste Mal auch in Final Four. So, das wird richtig spannend. Auf Tor, Weltklasse-Torhüter Kasper Witt, dänischer Nationalspieler, hat in alle die spanische große Mannschaften gespielt, hat alles gewonnen. Dann kommt Angriff. Wir können anfangen mit links außen, einem Isländer, Dago Sigurðsson. Alexander Pettersson kennt ihn natürlich gut. Valur Sigurðsson hat mehrere Jahre hier in Deutschland gespielt und die letzten Jahre natürlich auch in Rhein-Neckar Löwen und war Kapitän da. Und nächstes Jahr spielt er in Kiel, halb links. Noch, ja, glaube ich, der beste Spieler von AG Kopenhagen jetzt, beste Spieler wahrscheinlich in ganz Europa, Mikkel Hansen, jung. Hat die Anerkennung bekommen, beste Spieler diese Saison von Welthandball-Mittelmann. Snorri Gudmundsson, auch ein Spieler, das früher in der Bundesliga gespielt hat, Isländer auch. Hat seit die letzten 4 oder 5 Jahren in Dänemark gespielt. Sehr schnell, klein, beweglich. Nicht so gefährlich wie unser Bartomeu Jaska, aber immer noch ein gleicher Typ als ihn. Mittelmann, sehr, sehr gut. Halbrecht, überragend. Olafur Stefansson, was er nicht gewonnen hat, das ist imponierend. Und seine Blick für die Isländer sind natürlich auch gut. Snorri Gudmundsson in Mitte oder Valur Sigurðsson auf links außen. Sie spielen unglaublich gut gemeinsam. Großer Profil. Niklas Ekberg, rechts außen, kommt aus Schweden. Junge Spieler. Klassische schwedische Außenspieler, sehr, sehr schnell, springt gut, gute Abwehr. René Zoft Hansen, Kreisläufer, eigentlich wieder eine Talent von der dänischen Handballschule. Wir sind sehr, sehr viele Kreisläufer und auch Kreisläufer, das spielt in einem hohen Niveau. Er ist der neue Typ, sehr, sehr groß, 2,02 Meter, glaube ich, und 110 Kilo. Ist unglaublich wichtig in Abwehr und macht eigentlich nicht so viel in Angriff. Das war die Start 7. Dann haben sie immer noch viele Spieler auf Bank, das auch einen guten Job macht. Und sie fehlt die Erfahrung als Mannschaft, aber jedes Einzelspieler hat viel Erfahrung in Champions League. Mal sehen, alles kann passieren.